Im Hintergrund erzeugt Kalkwerk automatisch eine Stückliste des konfigurierten Produkts. Bei jeder Änderung, zum Beispiel ein Produkttyp oder Produktparameter oder Komponentvarianten, wird diese Stückliste aktualisiert. Teile dieser Stückliste sind auch für einzelne Komponente verfügbar. Zum Beispiel jetzt hier das Laufrad. Wenn ich jetzt auf den Link hier klicke, erhalte ich die Stückliste für dieses Laufrad. Das sind alle Teile, die in diesem Laufrad drin sind. Und diese Liste ist Teil von der gesamten Stückliste für das ganze Produkt. Und natürlich, wenn ich jetzt ein anderes Laufrad wähle, ein anderer Typ, zum Beispiel bidirektional XL, erhalte ich dann automatisch die Stückliste dieses Laufrads. Auch wenn ich jetzt die Baugröße ändere, ändert sich automatisch auch die Stückliste. Und das Schöne bei Kalkwerk ist auch so, sobald ich auf diesen Link klicke, erscheint die Stückliste und gleichzeitig werden diese Werte kopiert. Das heißt, wenn ich jetzt ein anderes Programm aufmache, zum Beispiel eine andere Excel-Datei oder eine andere Word-Datei oder so weiter, kann ich diese Werte einfügen, ja, weil die sind schon kopiert. Und Komponente, Stückliste sind nicht nur für Laufrad, sondern können auch für alle Komponenten gemacht werden, zum Beispiel Klemmkasten, Kleinteile, Montage, Motoraufnahme und so weiter. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn man eine Stückliste abruft, erscheint die Stückliste und gleichzeitig werden die Werte dieser Stückliste kopiert und in andere Programme eingefügt. Das heißt, man kann sie in andere Programme dann einfügen.